Ja, hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu ACC. Es ist das letzte Rennen für mich in der aktuellen Season. Es war Season 9 und es geht noch einmal auf Silverstone. Und wie immer starten wir zunächst mit der Qualifikation. Macht mir mal bitte nicht allzu viele gelbe Flaggen jetzt hier. Ich habe keine Lust, wieder auf irgendjemanden aufzulaufen. Na, die war schlecht. Da habe ich viel Zeit liegen lassen jetzt. Da auch, da bin ich leicht rausgerutscht. Lassen wir es einfach mal dabei. Und wir starten von Platz 3, was eine sehr gute Ausgangsposition ist. Ob ich das Ganze übers Rennen halten kann und am Ende noch einen super Abschluss hier hinlegen kann, das sehen wir jetzt. So, die Innenlinie gefällt mir nicht, aber was soll's. Hey, komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Alter, lauf! Mich anzuschieben, Junge. Ja, danke, toll. Jetzt bin ich da was dafür könnt jetzt oder was? Alter, wenn der mir das Rennen versaut, ne? Ich... Seiner Scheißkarre hier, ey. Ja. Es sind wieder so viele Knalltüten hier unterwegs, ne?
sind so viele Knalltüten wieder unterwegs. Es ist echt unglaublich. Wir bremsen halt einfach mal 50 Meter später. Irgendwie wird's schon werden, ne? Irgendwie kommen wir schon durch. Lass dich hier spacken, Alter. Oh. So, ich gucke jetzt nicht nach, was ein leichter Schaden ist. Ich will es gar nicht wissen. Oh, zu weit. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht wieder so ein Fahrer hier, der erst auf Krampf durchrammeln muss und dann langsamer fährt. Aber bis jetzt fährt er relativ gleich mit mir, glaube ich. War ich zu spät auf der Bremse? Das gibt einen Cut. Yep. Naja, ein bisschen früher bremsen, das Auto fährt sich nicht mehr so geil. Hui, 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 hui. Geht bloß weg. Jetzt kein Bock auf so eine Scheiße hier.
zwei anderen haben mich schon genug SR gekostet jetzt. Oh, ich glaube, den hat es gerade ein bisschen rausgeschoben, sage ich mal. Gedreht sah es nicht aus. Eigentlich hatte ich ja gehofft, einen Clean Race hinzubekommen, aber das war wohl nix. Oh. Die Kurve ist auch nicht so meins.
Die Kurve kann gefährlich sein, hätte ich dir sagen können. Shit. Oh, da wäre ich. Da hätte ich mich jetzt fast rausgedreht. Der BMW wird jetzt wieder rangekommen sein, ne? Ein bisschen. Ich weiß auch nicht, wie lange ich den noch hinter mir halten kann. Der ist halt deutlich schneller wie ich. Und ich mache Fehler, was nicht gut ist. Ja, aber auch. Oh, schön. What the fuck? Okay. Schlechtes Internet gehabt oder was? Flutsch und weg war.
der BMW hinter mir wird sich jetzt auch denken, wo sind die denn alle hin? Oh. Ich das nach Hause bringe jetzt, ne? Das wäre so geil. Das wäre so geil. Aber in 2,5 Runden kann noch viel passieren. Zum Beispiel könnte sich der Porsche vor mir noch abschießen und mich mit. Nur fliegen ist schöner. Hat der sich jetzt gedacht, oder was? Also der Porsche da vorne ist schnell, ist ein schneller Fahrer, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür, dass der Porsche ja auf den Geraden bekanntlich nicht so geil ist.
ist ja gut unterwegs. Das war knapp. Ah, shit, verbremst. Okay, jetzt ist er dran. Jetzt habe ich ein Problem. Das war's für Platz 2. Meine Bremsen sind durch. Glaube ich. Shit. Ey, das muss in der letzten Runde passieren, oder was? Was ist denn los mit der Karre jetzt? Alter, ich... What the fuck? Ausgerechnet jetzt, oder was? Ich komme um... Hallo? Auto, kommst du mal aus dem Arsch? Was ist denn los jetzt? Ich bin nur noch am Rutschen, ne? Hätte der mich jetzt noch abgeschossen, ne? Alter. Ah, was jetzt gerade mit dem Auto los war, ne? Keine Ahnung. Ich habe absolut null Bremswirkung irgendwie. Muss gucken, dass ich das jetzt irgendwie noch rumkriege hier. Alter, so ein Shit. Alter, hier ging gerade nichts mehr, ne? Boah, das war Glück. Das war Glück. Alter, ich hatte nichts mehr, ne? Ich hatte keinen Grip mehr, ich hatte keine Bremswirkung mehr. Alles durch. Der Herr Steiner mit der schnellsten Rennrunde mit dem Porsche. War das der vor mir, der sich noch weggeräumt hat? Ja, hätte halt der Erste sein können, ne? Wenn das Auto nicht so rumgespackt hätte in der vorletzten Runde. Aber keine Ahnung. Ging halt einfach nichts mehr. Und damit schließen wir die aktuelle Season mit einem zweiten Platz ab hier auf Silverstone. Damit bin ich ganz zufrieden. So kann ich jetzt in die Season-Pause gehen und dann in Season 10 frisch durchstarten. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten folgt mir gerne auf Twitter oder meinem Discord, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.